Gerade jetzt, wo das Coronavirus die Kontaktbeschränkungen mit sich bringt, ist doch ein Spaziergang auf einsamen Waldwegen gerade das Richtige. Das weiß auch Thomas Rosbach, Leiter des Betreuungsforstamtes Flechtingen, und das ist kein Spaziergang, sondern Kontrolle. Es hat im April viel zu wenig geregnet und alles ist extrem trocken, und deshalb hat der Waldbrandschutzbeauftragte des Landkreises Börde auch die höchste Waldbrandstufe ausgerufen, denn ein unbedachter Funken könnte eine Katastrophe auslösen. Ja, wir befinden uns hier in einer Region, man sieht es im Hintergrund, die geprägt ist durch spärlichen Bewuchs. Und das sind arme Böden, wo auch nur bestimmte Baumarten wachsen, wie die Pionierbaumart Kiefer. Und an der Bodenvegetation sieht man auch, dass die spärlich ist und auch sehr zündbar ist. Und deswegen befinden wir uns hier in der Waldbrandgefahrenklasse A. Das heißt, hier sind die Gefährdungspotenziale für einen Waldbrand besonders hoch. Und das bedeutet, außerordentlich vorsichtig im Wald unterwegs zu sein. Denn, so der Fachmann, in der Regel sind Waldbrände die Folge von menschlichem Fehlverhalten. Wir wissen aus den Statistiken, dass der höchste Prozentsatz durch den Menschen verursacht wird. Und das sind insbesondere Einflüsse, wie zum Beispiel durch Einsatz von Technik. Ich denke hier an den Einsatz von Mähdreschern, also Landwirtschaftstechnik, die dann irgendwelche Brände auslösen, die dann auf den Wald übergehen, oder durch Unachtsamkeit von Menschen, die eben ihre Zigaretten achtlos wegwerfen oder ein Feuer machen in der Nähe des Waldes. Und da sollte man sich belesen und auch sensibilisieren, dass eben die Bevölkerung da auch Acht gibt, wenn sie in den Wald geht, dass sie solche Dinge eben ausschließen, solche Brandgefährdungen. Wie ernst die Situation ist, zeigen diese Bilder. Auf den ersten Blick ist alles grün, doch beim genaueren Hinsehen, diese Kiefer ist schon fast tot. Solche Borkenkäfer, nur etwa 4 mm groß, bohren ein Loch in die Rinde, legen ihre Eier ab und die Larven fressen sich so lange unter der Borke ihre Wege, bis der Stamm seine Rinde verliert und am Ende abstirbt. Nicht nur forstwirtschaftlich ein extremer Schaden, denn tote Bäume müssen gefällt werden und dann liegt das Holz in solchen Poldern trocken und brandgefährlich im Wald und lässt sich nur schwer verkaufen. An dieser Stelle noch der Hinweis, diese Stapel sind kein Spielplatz. Niemand kann dafür garantieren, dass die lose aufeinander geschichteten Stämme auch liegen bleiben, wenn man darauf herumturnt. Diese Stämme landen alle irgendwann im Zellstoffwerk Stendal und wegen des aktuellen Überangebotes nur zu einem Bruchteil des eigentlichen Wertes. Dazwischen dann trockenes Gras und trockene Äste, verdorrtes Strauchwerk und alles würde brennen wie Zunder. Ja, man sollte jetzt bei dieser sehr hohen Waldbrandgefährdung nicht im Wald rauchen. Das ist ja grundsätzlich verboten. Man sollte auch die Fahrzeuge nicht im Wald bewegen, auch wenn das jetzt Waldwege sind, die für den Verkehr geöffnet sind. Die Wege sind in der Regel jetzt gesperrt. Auch wenn sie jetzt nicht mit Schranken verschlossen sind, ist das Befahren von Waldwegen grundsätzlich verboten bei der Waldbrandgefahrenstufe 5. Was hier so selbstverständlich klingt, ist eine ernsthafte Sache. Rauchen im Wald ist immer verboten, mit dem Auto auf Waldwegen fahren auch. Und wir alle sollten uns danach richten, denn wir brauchen den Wald. Nicht nur zum Spazierengehen in Zeiten der Corona-Kontaktbeschränkungen.